Gut. Bitte. Hier, das rechte Ohr. Gut. Hatte gesagt, weg, nusch. Das linke 40%. Da sage ich, woran kann denn das liegen? Da sagt er, das liegt am Alter. Ich sage, sind die denn nicht beide gleich alt? Dann beim Urologen. Das muss ich euch am besten mal vorspielen, wie das da ablief. Der hat gesagt, ziehen sich mal die Hosen runter. Dann hat er zwei Stühle hingestellt. Dann musste ich mich da aufstellen. Wird jetzt einer sich aufstellen? Ja, willst du mal machen? Du bist doch noch jung. Stell dich mal auf, richtig. Du, nee, ist egal wie rum. Hier, ein Bein da, ein Bein da. Nein, nein, nein. Und dann ist der mit der Taschenlampe hier so durch und von der anderen Seite auch. Kannst wieder gehen. Und dann sage ich, das ist aber recht, recht komisch. Und da sagt er doch, wissen Sie, bevor ich Medizin studiert habe, war ich Kfz-Schlosser. Danke dir. Dann zum Psychologen noch nicht. Physiotherapie. Physiotherapie. Und der hat gesagt, laufen, 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 laufen. Durch Laufen können Sie Ihr Leben um wenigstens 2 Jahre verlängern. Ja, dann sage ich, und 4 Jahre verlaufe ich dafür. Und jetzt kommt der Psychiater. Und der Psychiater sagt, oder dachte, er kann mich reinlegen. Und da sagt er, das ist eine ganz einfache Sache, wir prüfen das hier immer gleich nebenan. Da haben wir eine Badewanne voll Wasser, sagt er. Und hier liegt ein Teelöffel, eine Tasse und ein Eimer. Und dann sage ich natürlich sofort, Herr Doktor, die Gescheiten nehmen den Eimer zum Leermachen. Nee, sagt er, die Gescheiten ziehen Stöpsel. So, ich muss mal aufhören, die Zeit ist um, ne? Mach noch einen. Ja, war neulich mit Mausi im Baumarkt. Und da sagt die doch zu den Verkäufer, ob die Hodenlack haben. Ja, ich denke, mich tritt ein Pferd, sagt man ja so, ne? Aber ich sage, wie kommst denn du darauf? Naja, wegen des Cholesterinspiegels hat er doch gesagt, wir sollten als erstes die Eier streichen. Dieter, noch 2 Sachen schnell. Wer von euch hat ein Handy? Alle? Ich habe die ganzen Jahre keins benutzt. Mir haben sie erzählt, da musst du eine 4-stellige PIN eingeben, stimmt das? Und wenn die 2 oder 3 Mal falsch machst, dann schaltet das ganze Ding ab, ne? Ja, wegen Diebstahl oder so. Na, ist auch egal. Ich habe jetzt erst zugegriffen, seitdem es das Seniorenhandy gibt. PIN einstellig und 10-mal wählen. Zwei Dinge darf ich euch nicht vorenthalten. Die eine ist, ist euch ja aufgefallen, dass in den alten Bundesländern die Ehepaare oder auch die Frauen, ist ja egal, immer später Kinder kriegen. Ist ja schon jetzt fast über 40, ne? Das Alter so im Schnitt. Wenn man so neulich sagt, die zu mir, wollen Sie das für Ihren Enkel? Ich sage, ja. Im Westen hätte ich sagen müssen, nein, das ist mein Sohn. Na, jedenfalls hat, nun finde ich die Stelle nicht.
so, mit Mutter und Vater, ne? Und das ist eine ganz ausgeklügelte, saubere Theorie. Die wollen nämlich Rente und Kindergeld zur gleichen Zeit kassieren. Noch ein Tipp und dann gehe ich wieder. Weiß nicht, wie das heute ist bei den jungen Ehepaaren. Wenn unser einer in der Jungehe nach Hause kam, zu spät oder angetrunken, dann gab es Ärger. Ist das heute noch so? Ja? Auch bei den Älteren? Ja. Siehst du? Und deswegen musste ich hier eine ganz einfache Strategie. Leise aufschließen, hochschleichen oder hinschleichen, je nachdem, wo das Schlafzimmer ist. Entkleiden vor der Tür und dann rückwärts reingehen ins Schlafzimmer. Und spätestens, wenn du die Tür zumachen willst, wird gesagt, wo willst denn du schon wieder hin? Heißer Tipp. So, das war's. Ja, liebe Närrinnen und Narrenesen, was soll ich euch sagen? Das war doch eine Büttenrede, die uns echt vom Hocker gerissen hat. Das war alte Klasse. Lieber Präsident, gern der hagere Meister. Und das Mindeste ist jetzt ein Dankeschön, den ihr unserem Büttenredner überbringt, mit einer Saal-Ehrenrunde begleitet von unserem Miss Karneval. Herr Kapellmeister, wir sagen Dankeschön unserem Präsidenten für seine tolle Bütt. Auf geht's!